Und jetzt sagen einige Leute, besonders liberale Christen, die ihr Alkoholtrinken rechtfertigen wollen, aber Wein ist Wein in der Bibel. Und sie meinen damit, Wein ist immer alkoholischer Wein. Und ja, in unserem Sprachgebrauch ist das so. Wenn wir von Wein sprechen, meinen wir damit alkoholischen Wein. Aber sagen wir nicht zum Beispiel auch Apfelwein? Ich meine, ist Apfelwein ein wirklich normaler Wein? Nee, weil normaler Wein wird aus Trauben gewonnen, nicht wahr? Apfelwein nicht. Und wir sagen trotzdem Wein dazu. Ja. Also Wein hat durchaus auch heutzutage eine andere Verwendung. Ja. Aber gerade in der Bibel, wenn wir Hohelied 8, Vers 2 aufschlagen, merken wir, dass Wein komplett anders definiert werden kann. Weil hier steht in Hohelied 8, Vers 2, ich wollte dich führen, dich bringen ins Haus meiner Mutter, du würdest mich lehren, ich würde dich mit Würzwein tränken, mit meinem Granatapfelmost. Also womit wird hier der Wein gleichgesetzt? Mit Granatapfelmost. Seit wann ist Granatapfelmost der Wein, an den wir denken? Also schwarz auf weiß definiert die Bibel das Wort Wein auf andere Art und Weise. Wein in der Bibel, wie wir hier gesehen haben, kann auch Granatapfelmost bedeuten. Es kann irgendein Fruchtsaft sein, egal ob vergoren oder unvergoren. Ist einfach allgemein Saft. Und wir müssen aus dem Kontext erfahren, was es für ein Typ von Saft ist, ob der vergoren ist oder nicht. Wenn wir Sprüche 23 lesen, dann ist klar, dass es um vergorenen Saft geht, dass es um tatsächlichen Rotwein geht, weil eben beschrieben wird, wie er im Glas schön schimmert, so rötlich schimmert. Es wird eben eindeutig Rotwein beschrieben. Und das ist wichtig, dass es so beschrieben wird, weil wir eben aus dem Kontext erfahren müssen, um was für einen Wein es sich handelt. Aber sogar wenn du auf zum Beispiel dictionary.com gehst und einfach das Wort Wein nachschlägst, im Englischen wird sie die Definition geben, fermentiert oder unfermentiert. Also auch in einem heutigen modernen Wörterbuch findest du die Definition fermentierter oder unfermentierter Saft. Es kann beides bedeuten, auch heutzutage. Und das ist wichtig, das zu beachten, um zu verstehen, was die Bibel meint, wenn von Wein die Rede ist. Es ist nicht automatisch alkoholischer Wein gemeint.